Moin moin und herzlich willkommen zurück zum Projekt mit Birmingham City. Und wir sind immer noch nicht so weit, dass wir spielen können. Und zwar beginnt das ja erst am Wochenende. Und die ersten vier Spieler sind schon mal drinne. Der Wang, der SK, der Sinsin und der Creasy. Jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar habe ich rausgefunden, es können nur vier in einem Team sein beim Karrieremodus, damit man spielen kann. Bei fünf kann man nur individuelle nicht eintragen und kann dann nur mit heruntergeladene oder Standard spielen. Das ist ein Problem. Das heißt, wenn ihr jetzt auch noch dabei sein wollt, meldet euch weiter an wie vorher. Aber sagt mir, bei welchem Verein ihr starten wollt. Also das kann dann nicht Birmingham sein, das kann dann eure Lieblingsmannschaft sein oder sonst irgendwas. Und ihr müsst dazu schreiben, wollt ihr bei diesem Verein bleiben, auf lange Sicht, oder wollt ihr, dass wir versuchen, euch zu verpflichten und zu Birmingham zu holen? Weil ein bisschen Gehalts- und Transferbudget haben wir, damit wir euch versuchen könnten zu holen. Das würde vielleicht auch noch gehen, also sagt mir, was von beiden das sein sollte, wenn ihr noch mitmachen wollt. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal Wang, SK, Sinsin und Chris fertig gemacht. Und zeige euch mal die Spieler und würde gerne von den vier wissen, ob das so okay ist, wie ich die erstellt habe. Hier Wang Xing Chang, Wang, also Wang sein Vorname, Xing Chang Nachname, alias Wang und Trikotname Wang, China ist die Nation und Birmingham halt der Verein. Er spielt Innenverteidiger mit Nummer 40. Hat den rechten Fuß als starken Fuß, ist 1998 geboren, am 24. Dezember. Hat eine Größe von 204 cm bei 104 Kilo, die er schwer ist. Das heißt, er hat einen stämmigen Körperbau. So sieht er aus, mit dem blauen Riesenafro und allem drum und dran. Außerdem hat er diese Schuhe, hat das Trikot über Hose und eine normale Form. Die Ärmel hat er kurz. Blaues Schweißband hat er da, wie er es wollte, am linken Handgelenk und die langen Stutzen. Und geskillt ist er 24 auf Flanken, 41 auf Abschluss, 73 auf Kopfballpräzision, 62 auf kurzer Pass, 19 auf Volleys und 3 auf schwacher Fuß, 72 auf Manndeckung, 73 auf faire Zweikämpfe und 70 auf Grätsche. 38 auf Dribbling, 30 auf Effe, 29 auf Freistoßpräzision, 44 auf lange Pässe, 48 auf Ballkontrolle, 26 auf Schusskraft, 60 auf Sprungkraft, 71 auf Ausdauer, 73 auf Stärke, 19 auf Fernschüsse, 74 auf Antritt, 75 auf Sprintgeschwindigkeit, 40 auf Beweglichkeit, 52 auf Reaktion, 70 auf Balance, 71 auf Aggressivität, 71 auf taktisches Verständnis, 61 auf Stellungsspiel, 60 auf Übersicht und 41 auf Elfmeter und hier halt 40, 10, 10, 10. Also, das Wang bist du bei uns. Bei Birmingham. Dann Sonnenkrieger. Wollte unbedingt einen Vor- und Nachnamen mit SK, hat sich dann diese beiden Namen rausgesucht. Den Vornamen Skalde und den Nachnamen Skripnik, nee, da ist ein Fehler, das wollte er eigentlich, Skomski oder so, das muss ich noch bearbeiten. Alias ist SK und Trikotname SK, da wollte er eigentlich Sonnenkrieger, aber es kommt nachher nur Sonnenkriege raus und das R fehlt, deswegen hat er dann sich entschieden, lieber SK zu nehmen. Er ist ebenfalls Innenverteidiger wie Wang mit der Trikotnummer 6, starker Fuß ist rechts, schwacher Fuß dann links und er ist am 6. Mai 98 geboren. Er wiederum ist viel kleiner als Wang, 1,82 Meter groß, 78 Kilo schwer und er ist ein bisschen gebräunter mit blonden Haaren. Ich hoffe, das geht so, wie du es wolltest. Es ist zwar nicht ganz so, aber ich habe keine Frisur gefunden, die so wirklich in die Richtung ging. Außerdem waren die Schuhe die einzigen, die so ein bisschen blau-gelb waren. Der Rest hat da nicht wirklich reingepasst. Du hast Trikot über Hose, normale Passform, kurze Ärmel und lange Stutzen. Angriff hast du 26 bei Flanken, 42 bei Abschluss,
34 bei Kopfballpräzision, 73 bei kurzer Pass, 29 bei Volleys, 3 bei schwacher Fuß, 74 bei Manndeckung, 73 bei faire Zweikämpfe, 72 bei Grätsche, 56 bei Dribbling, 52 bei Effet, 41 bei Freistoßpräzision, 62 bei lange Pässe, 63 bei Ballkontrolle, 41 bei Schusskraft, 74 bei Sprungkraft, 83 bei Ausdauer, 73 bei Stärke, 31 bei Fernschüsse, 76 bei Antritt, 79 bei Sprintgeschwindigkeit, 38 bei Beweglichkeit, 72 bei Reaktion, 71 bei Balance, 61 bei Aggressivität, 62 bei taktischem Verständnis, 42 bei Stellungsspiel, 74 bei Übersicht und 24 bei Elfmeter. Torwart hast du 20, 10, 10, 10, 10. Also ich hoffe, du bist soweit zufrieden mit dem Spieler. Dann kommen wir zu Sinsin. Chris Sinsin, Trikotname Sinsin, kein Alias, Mittelfeldspieler, zentrales defensives Mittelfeld, Trikot Nummer 27, rechter Fuß ist der starke Fuß, am 21. April 96 geboren, Größe 1,94, Gewicht 84 Kilogramm, damit einen normalen Körperbau. Und ich habe es leider nicht ganz so hingekriegt, wie du aussiehst, aber das ist auch schwer, weil die Frisur von dir gibt es nicht wirklich. Und auch so habe ich es aber so weit wie möglich versucht. Ich weiß, es sieht jetzt nicht so aus, wie du aussiehst, aber ich habe mein Bestes versucht, falls noch jemand eine Ahnung hat, wie ich es noch eher an Sinsins Gesicht sozusagen rankriegen kann. Bitte in die Kommentare für die, die Sinsin kennen. Wenn du vielleicht noch selber was weißt, was man da verbessern könnte, kannst du es mir auch sagen. Du hast diese Schuhe, Trikot über Hose, normale Passform, lange Ärmel und sonst alles normal. Bei Angriff hast du 37 bei Flanken, 37 bei Abschlüsse, 42 bei Kopfballpräzision, 58 bei kurzer Pass, 24 bei Volley, 3 bei schwacher Fuß, 72 bei Manndeckung, 72 bei faire Zweikämpfe, 71 bei Grätsche, 49 bei Dribbling, 58 bei Effet, 59 bei Freistoßpräzision, 60 bei lange Pässe, 67 bei Ballkontrolle, 45 bei Schusskraft, 59 bei Sprungkraft, 76 bei Ausdauer, 61 bei Stärken und 45 bei Fernschüsse, 68 bei Antritt, 71 bei Sprintgeschwindigkeit, 67 bei Beweglichkeit, 65 bei Reaktion, 61 bei Balance, 71 bei Aggressivität, 75 bei taktischem Verständnis, 72 bei Stellungsspiel, 74 bei Übersicht und 62 bei Elfmeter. Torwart hast du 50, 10, 10, 10. Also wie gesagt, achso, Nationalität hat der Österreich. Auch hier wieder, wenn es was zu verbessern gibt, sag's mir. Und dann haben wir noch den Chris, Creasy, auch Trikotname Creasy, Mittelfeldspieler, zentrales offensives Mittelfeld mit der Nummer 10, starker Fuß ist rechts, geboren am 15. März 1998, Größe 1,82, 66 Kilogramm, schlanker Körperbau, also ist hell, und bei Frisur wolltest du es so wie Maris, aber ich habe die ganze Zeit gesucht, ich habe keine Frisur gefunden, die in die Richtung von Maris ging. Keine Ahnung. Das ist irgendwie, sieht zwar nicht mal annähernd so aus wie die Frisur von Maris, ist aber meiner Meinung nach die einzige Frisur, die ich gefunden habe, die einigermaßen an die Frisur rangeht. Schuhe hast du die. Du hast Trikot in der Hose, enge Passform, kurze Ärmel, blaue Handschuhe und lange Stutzen. Du bist 54 auf Flanken geskillt, 61 auf Abschluss, 60 auf Kopfballpräzision, 71 auf kurze Pass, 60 auf Volleys, 2 auf schwacher Fuß, 31 auf Manndeckung, 26 auf faire Zweikämpfe, 29 auf Grätsche, 81 auf Dribbling, 69 auf Effet, 72 auf Freistoßpräzision, 61 auf lange Pässe, 62 auf Ballkontrolle, 66 auf Schusskraft, 56 auf Sprungkraft, 72 auf Ausdauer, 46 auf Stärke, 80 auf Fernschüsse,
79 auf Antritt, 82 auf Sprintgeschwindigkeit, 62 auf Beweglichkeit, 60 auf Reaktion, 60 auf Balance, 41 auf Aggressivität, 50 auf taktischem Verständnis, 43 auf Stellungsspiel, 75 auf Übersicht und 60 auf Elfmeter. Torwart hast du 50, 10, 10, 10. Ja. Das sind soweit die Spieler, die jetzt schon dabei sind. Ihr könnt auch noch dabei sein. Schreibt mal einfach noch die Tage. Am Wochenende beginnt es dann. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.